Hallo Leute, hier beim Behind the Scenes von Let's Play Poker 9. Das wird super spannend, was hier hinter den Kulissen immer abgeht. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß. Das wird sau cool. Also ich habe ja großes Maul gehabt, ich will nicht vorm Siegesmund rausgehen, wa? Mein Ziel, eigentlich mein persönliches Ziel ist, ich kann Vorletzter werden, wenn der Siegesmund Letzter wird und ich ihn vom Tisch nehme. Also irgendwie, ich habe Bock, den Siegesmund fertig zu machen. Ehrlich gesagt, ich bin kein Profi, aber ich habe vor, besinnlich zu spielen. Aber ich kenne mich und ich weiß jetzt schon, dass das nicht wird. Ich hoffe, ich fliege mich als Erster raus. Ich habe so in etwa gar nicht geschlafen. Und ich habe auch mir gar nichts mehr angeschaut. Das heißt, ich habe alles vergessen, was mir Commander Krieger damals beigebracht hat vor 8 Jahren. Und deswegen wird das voll super heute. Das ist grandios, wie sie mir alle zuhören, oder? Ja. Sie hängen an meinen Lippen. Du bist einfach der Hammer-Entertainer. Ja. Ich liebe dich. Da sehen wir es schon. Der liebe Rotpilz guckt sich das Todesrad an. Na, hast du Angst? Mega Angst. Also er hat mir gerade schon ein paar Sachen erklärt, was da draufsteht und so und was die verschiedenen Dinge bedeuten. Und wird auf jeden Fall spannend, aber ich habe auf jeden Fall Angst bei so einigen Dingen. Animal Farm, da muss jeder eine Tiermaske aufsetzen. Also ich habe schon meinen Favoriten klar geklärt, ich will die Ziegenmaske aufsetzen. Ja, weil einfach der Ziegenmann, der ist einfach nur geil und was willst du haben? Also was gibt's denn da so? Also ja, aber schauen wir uns einfach mal die Masken an, wir können ja einfach zusammen mitkommen. So, wir sind jetzt hier angekommen und da haben wir schon das Prachtstück, die wunderschönste Maske auf diesem Planeten, die Ziegenmaske. Ich schau mal, ob die passt. Alter, die sitzt ja wie angegossen. Hammer. Ich glaube, das hier ist meine Maske. Hammer. Ich glaube, dein Hut ist eher der hier. Ich moderiere heute. Ich weiß gar nicht, wo man das Mikro hinhalten muss. Ich glaube, das Hauptproblem war, dass ich einfach die falsche Krawatte auch an hatte. Hitman-Krawatte, das macht überhaupt keinen Sinn. Heute gibt es eine Space Invaders-Krawatte. Was ist es? Was ist es? Ja, es ist eine Ente. Es ist ein Quietsche-Entchen. Was ist es, sagt er? Das ist ein gottverdammtes Quietsche-Entchen mit einem Blitz drauf. Okay, man kann es quietschen. Mit dir habe ich einen Griff gemacht. Das sei immer wieder das. Geil, das Coole ist, ich teaser das jetzt schon mal an, ja, weil dann bin ich nachher nicht der Vollidiot, also da bin ich dann eh, aber so, die Karten haben ja eine richtige Reihenfolge, ne? Man muss die richtig rumkleben. Manchmal passiert halt sowas, also wenn ihr das dann seht. Herzlichen Glückwunsch, du bist aufmerksam als Zuschauer. Ja. Mal gucken, ob das überhaupt jemandem auffällt. Ich hätte alle Karten falsch rum aufgeklebt, wenn du mir nicht gesagt hättest, pass auf, dreh die lieber um. Ja, aber sagst du das jemandem, dann klebst du selber alle Scheiße rum. Naja, egal. Genau, was ich eigentlich erzählen wollte, der Michael hat mir vorhin erzählt, dass jeder gewinnen kann. Also er meinte, er hat zwar die Erfahrung, aber gerade Neulinge können ja abräumen. Und es sind ja ganz viele dabei, die noch nicht so lange dabei waren, ne? Oder die noch nie dabei waren. Ich filme die ganze Zeit meine Brüste. Oh Gott, es wird ein furchtbares Video. Wir müssen hier mal reingucken. Ich vermute mal, dass Fabian heute relativ früh rausfliegt. Und Dominik, wird wahrscheinlich recht lang drin bleiben, weil er hat letztes Mal ja diesen großen Fehler gemacht, relativ früh alles falsch zu machen. Und ich denke, er hat daraus gelernt. Deshalb setze ich mein Geld, meine 400. Wie viel? Kelly, 450 Euro? Kelly gibt mir gleich 450 Euro und die setze ich auf Dominik, The Chaos Zone, Chunky.